Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wie ich schon angedroht habe, wir befinden uns wieder etwas weiter oben auf der Karte. Und zwar ist das hier oben ein bisschen, ja, westlich vom Wegschrein des Kollegs, wo wir vorher gewesen sind, hier oben. Und da oben beginnt gleich die Segen der Acht. Da müssen wir einmal hier oben reinlaufen. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige anvisiert, die ich annehmen wollte. Das Herz der Mara schlägt in meiner Brust. Bewahre und erhalte mich. Bewahre und erhalte mich. Das ist die Stimme von Valasti. Gedankt sei den Acht und allen Sternen am Himmel. Ihr müsst mir helfen. Ich kann sie nicht länger festhalten. Was ist hier los? Thorinan wurde von dätrischen Energien und widerwärtigen Bestien angegriffen. Dies ist ein heiliger Ort. Ein Leuchtfeuer des göttlichen Lichts für die Gläubigen. Doch nun winden sich die Bußfertigen vor verderbter Magie, während Skampen und Klanbern auf den Feldern wüten. Wie können wir die Dinge richten? Die Schreine selbst nähren dieses Übel. Ich spüre es. Läutert die Schreine. Dann solltet ihr in der Lage sein, die Quelle der Verderbnis angreifen zu können. Ich muss hier den Schutzzauber aufrechterhalten. Ich hasse es, euch darum zu bitten, aber... Keine Sorge, ich werde die Schreine läutern. Ich kann Maras Lächeln auf meinem Gesicht spüren. Zum ersten Mal seit Stunden. Viel Glück. Ich bin jetzt ein bisschen irritiert. In der letzten Quest war das auch. Von wegen Thorian stand da ja gerade irgendwas. Das war vorher, meine ich nicht. Ich meine, es ist neu hinzugefügt worden. Sonst stand immer nur der Name von der Quest da, wenn ich mich richtig erinnere. Wie hat all das hier angefangen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben eine ganze Gesandtschaft von Bußfertigen empfangen, die von niemand anderem als Sippenhochfürstin Estre selbst angeführt wurde. Ich wandelte im Gespräch mit Klosterbruder Neneron zwischen den Schreinen, als die Schreie begannen. Estre ist eine Verräterin und Dedra-Kultistin. Sie führt das Schleiererbe an. Sie... Was? Bestimmt steckt sie denn hinter all dem? Irgendeine Art Intrige oder Ablenkungsmanöver. Maras Herz, dass wir solche Zeiten noch erleben müssen. Was geschah, nachdem die Schreie begannen? Ich wollte so vielen helfen wie nur möglich. Doch die Bußfertigen fielen aus Furcht dem Wahnsinn anheim. Dädra brachen aus dem zentralen Schrein hervor und verbrannten und töteten alles auf ihrem Weg. Der Fürst hinter all dem ist eine Bestie. Warum wurdet ihr nicht verdorben? Ich bin eine Aldachin und eine Alte noch dazu. In einem Kampf mag ich nicht viel nützen, aber der Berührung eines dädrischen Fürsten zu widerstehen... Kein Teil meiner Seele will mit ihresgleichen Umgang haben. Ihr erwähntet einen Klosterbruder. Hallo? Ja. Ich habe rasch eine Schutzrune vor ihnen auf den Boden geworfen. Mara weiß, ob er noch am Leben ist. Ich versuchte, ihn zur Flucht zu bewegen, aber er faselte etwas über irgendwelche Reliquien. Dieser dumme, törichte Meer. Ich wollte gerade sagen, ich übersetze das mal. Also sie hat den Neneron dort zurückgelassen. Wie läutere ich die Schreine? Ich bin sicher, dass sich Lösungen dafür finden lassen. Es ist kaum zu sagen, was diese Verderbnis den heiligen Orten angetan hat. Die Göttlichen würden sicher wollen, dass ihr ihre heiligen Stätten wieder weiht. Sie sehen alles. Ja, warum wurdet ihr nicht verdorben? Hatten wir ja eigentlich gerade. Ich bin eine Aldachin. Bei den Sternen, ja. Einen Schutzzauber, um die Verderbten im Zaum zu halten. Ehrlich gesagt verlangt er mir eine Menge ab. Aber Mara hütet und bewahrt mich, wie sie es immer tut. Ich komme schon zurecht. Okay, jetzt bin ich irgendwie ein bisschen abgelenkt durch die Sache, dass sie eben, ja, komplett nicht da war. Ich habe schon echt Panik gehabt, dass mich das Spiel jetzt hier rauswirft oder so, weil ich weiß nicht, was mit Tee so in letzter Zeit ist, aber die haben das hin und wieder schon mal. Da kommt man nicht hoch. Hier kommt man hoch. Ach so. Doch. Ich dachte jetzt gerade, ich komme da nicht rein. Noch immer die Gefahr. Erledigt die Eindringlinge.
So, läutert die Schreine. Ach so, ich muss sonst nichts mehr machen. Ich dachte, ich müsste jetzt noch E drücken oder so, aber das läutert schon von alleine, okay? Halt, stopp. Der Gott der Lehrlinge. Büßer, freut euch an der Anwesenheit des geheiligten Rings. Syraban. Der Hexenmeister Fürster Göttlichen, die uralte Quelle der Weisheit der Zauberer. Er, der gegen die Verwüstung durch die Krecken und die Seuche der Ehedemzeiten gekämpft hat. Sprecht zum Abschluss eurer Ehrerbietung diese Worte. Vom Lehrling seid gesegnet und vom Lehrling seid gepriesen. Ehre sei dem Hexen, Meistergott und dem geheiligten Ring. Da hinten war aber jetzt nichts mehr, ne? Das war irgendwie, weil er leuchtet. Ne, das sieht nur so aus, okay. Dann ist gut. Dann können wir wieder zurückgehen. Schau nochmal eben kurz. Achso, da müssen wir ja sowieso hin zum Läutern. Eure Aufgabe hier ist vollbracht. Geht als unser Atem. Wieso stand er als eins von vier? Die Gaben des Magnus, Büßer, im Leben aller Lebewesen werden berührt von ihm. Der verzichtet hat, soll das wahrscheinlich heißen, also kleingeschrieben. Magnus. Fürst Magnus entwarf den Bauplan für unsere Welt. Er zeichnet mit äußerster Sorgfalt die Entwürfe der Schöpfung. Magnus ist immer bei uns in der Magie der Magier und dem wärmenden Atem der Sonne. Sprecht zum Abschluss eurer Ehrenbietung die Worte. Beim empyrischen Licht von Aterius, das kommt mir bekannt vor, möge das Auge des Magnus immer auf mir ruhen, gewährt mir die Weisheit, seine Gaben zu nutzen und die Geduld, seine Weisheit zu erkennen. Ich glaube, in irgendeinem Verlies sagen die das immer. Beim empyrischen Licht von Aterius. Den Rest weiß ich nicht mehr, was die immer sagen. Aber ich meine, die sagen das in irgendeinem Viererverlies. Ich drehe mich zu schnell. Ich drehe mich zu schnell und ich laufe zu schnell. Okay, dann gilt das aber nur als einmal läutern mit diesen Schreien. Das ist nicht gut. Da unten ist einmal tiefer. Da ist noch einmal. Ja, die sind alle ungefähr gleich weit weg. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal. Oder ist das. Ist das schon hier? Nee, das ist eine neue Quest. Aber ich vermute eine Quest, die dazugehört. Das ist hier nämlich die Gegend. Ah, das ist so doof. Ich will das nicht vermischen. Aber ich glaube trotzdem, die könnte uns vielleicht auch helfen. Ich glaube, wir sollten mal reiten. Das geht schneller. Ja! Das ist doch doof. Da können wir nichts mitmachen. Ihr seid das nicht, oder? Ich muss da hinten hoch, ne? Ihr seid einfach nur... Ja, beziehungsweise hinten runter. Wir müssen also wahrscheinlich in vier Verliese, in vier Schreine rein. Die Berührung der Daedra hat diesen Ort hier befleckt. Wascht ihn weg, diesen Schleim. Okay. Aldarch, mit diesem unheimlichen Kelch gehorcht das Wasser eurem Befehl. Er eignet sich besonders zu Ehren von Anu, der den Kosmos in der Ära der Dämmerung schuf, und Ifre, die Erdknochen. Wir sollten diejenigen kaum glauben, die behaupten, wir hätten in der Zeit des Handels Körper für Wurzel und Wurzel für Gliedmaßen besser dagestanden. Ich für meinen Teil bedankbar, jeden neuen Tag gleich zu erwachen, geistig und körperlich. Ich schweife ab, wie euch mittlerweile sicher vertraut. Und dieser Brief, so kurz er auch sein mag, soll nur beschreiben, wie der Kelch im Inneren des Schreins genutzt wird. Taucht den Kelch in die Wasser des Schreins. Gießt das Wasser auf das Unreine, um den Schmutz vorzuspülen. Visionen sollt ihr sehen, so wie die Unreinheiten von euren Augen gewaschen werden. Wasser aus dem Kelch vertreibt die Unruhe. Trinkt daraus, wenn ihr dieses Auffühlen tief in eurem Inneren verspürt, wie es nur durch unangemessen zubereitete Nahrung hervorgerufen wird. Also was mit viel Zucker. Stellt sicher, dass ihr beide Seiten des Schreins aufsucht. Bitte nehmt den Kelch mit meiner Wertschätzung im Namen von Mara.
Möge das Blut des Lebens weiterhin in eurer Brust fließen. Sippenfürst Astanamo der Büßer. Also, ein Kelch mit Wasser nehmen und, also beziehungsweise mit dem Kelch Wasser nehmen. Ich kann ihn gar nicht... Hat er den Kelch dabei? Findet etwas, um die Schreine zu läutern. Also ich nehme an, ich habe jetzt einen Schrein gefunden. Einen Kelch gefunden. Okay. Und jetzt einfach drüber gießen. Sehr schön. Muss ich da noch was machen? Nee, ne? Weil das war jetzt so blau. Muss ich dann nochmal Wasser hinzufügen? Oder kann ich einfach durchlaufen? Ich hoffe mal, ich kann einfach... Ah ne, ich muss hier nochmal Wasser nehmen. Okay. Oder so. Gute Arbeit, Büßerin. Geht jetzt, schnell. Was heißt hier Büßerin? Ich hab dich zu büßen. Knochen des Waldes. Büßer, seid eins mit dem Augenblick, fühlt den stabilen Boden unter euren Füßen und schmeckt den Wind. Durch seinen Willen besteht die Welt, bestehen die Felsen, die Bäume und die Vögel am Himmel. Üfrist stets bei euch, in jedem Augenblick. Sprecht zum Abschluss eurer Ehrerbietung diese Worte. Im Namen des Geschichtenerzählers stehe ich auf den Knochen der Welt. Ich atme ein das Versprechen und die Macht des Naturgesetzes. Und ich atme aus meinen Dank. Okay. Das wäre auch mal ein cooles... Also es tut mir leid, ich weiß, ich mache das in Let's Plays nicht gerne. Nein! Ich will das aber ohne... Ah, wieso habe ich da diese komischen Sterne jetzt dazwischen? Na gut, vielleicht geht das. Ich habe keine Ahnung. Ach so, weil ich diese Sterne in der Brust habe. Naja, gut, okay. Okay, okay, es tut mir leid, aber ich werde wahrscheinlich nie wieder diesen Ort finden, geschweige denn daran denken, dass hier eine Leiche liegt. Und ich glaube, außerhalb von den, außerhalb von der Quest kann man wahrscheinlich auch nicht mehr hier reingehen. Deswegen, ja. Es tut mir leid, wenn ich das dann mal so mache. Wieso sind wir jetzt hier? Nee, das ist gar nicht hier. Hier ist ein Eingang. Der Hass wuchert und erstickt die Gläubigen. Brennt ihn weg, diesen Makel. Machen wir. Müssen wir links für... Links rumgehen. Da ist wieder ein Buch. Die Klinge des Kriegers, Büßer, die Klinge Trinimax ist immer an eurer Seite. Er, der unser Volk gegen die Plünderer, die Invasoren geführt hat. Er, der in der Schlacht Hilfe und Beistand spendet. Möge seine Energie jeden eurer Schritte, jeden eurer Taten durchdringen. Sprecht zum Abschluss eurer Ehrerbietung diese Worte. Beim Firmament der Fürsten, der festen Mitte. Ich schwöre, mein Volk zu schützen. Ich schwöre dies bei der Klinge von Trinimax. Und er bitte seine Hilfe. Also tut mir leid, ich kann heute nicht so richtig vorlesen, weil ich irgendwie mich die ganze Zeit nur am Kratzen bin. Ich bin heute mega zerstochen worden bei unserem Ausflug. Ich kann mich gerade nicht so konzentrieren. Aldarch, ihr mögt... Ist schon wieder der gleiche? Wie viele Leichen von denen gibt es denn hier? Ihr mögt allein sein, wenn ihr euch den Schreinen nähert. Daher schreibe ich dieses Wissen nieder, das ihr nicht besitzt, auf das eure Augen es vernehmen. Es gibt zwei Schreine, einen mit einem einzelnen Feuer für Trinimax und der andere mit zweien für Xaxis. Diese geheiligten Flammen werden sich denen, die unrein in Gedanken und Taten sind, nicht beugen. Lasst eure Gedanken dieses Mal nicht abschweifen, denn dort wird niemand sein, um euch zu schützen. Nutzt das heilige Feuer, um eure Gabe zu reinigen. Eure Verbeugung vor der Kunst der Zerstörung der Göttlichen. Flammen werden durch die Luft tanzen und fließen und nur das verbrennen, was verbrannt werden muss. Sollte eins der drei Feuer erloschen sein, so müsst ihr es mit der Kraft der Gabe direkt entzünden. Glut und andere Zauber werden nicht funktionieren. Verwendet ihn mit Bedacht, denn er ist ein mächtiges Geschenk. Im Namen von Auriel selbst möge sein feuriger Odem uns wärmen in diesen harten Zeiten. Sippenfürst Astanamo der Büßer.
So, was finden wir denn hier? Ladet den Stab auf im Feuer. Was muss ich denn damit machen? Da. Den Schrein mit Feuerläuten. Läutern, nicht läuten. Kleiner Rechtschreibfehler, aber große Wirkung von der Bedeutung her. So, einmal Stab, einmal läutern. Und ich denke, dass hier irgendwo noch ein Buch ist, oder? Ach nee, hier ist noch ein Altar. Nee, ach so, das war eine... Ach, ich bin auch so doof. Ist jetzt wieder ganz. Geht mit unserem Segen. Jetzt nimm das. Ich weiß, du bist zu schnell, aber trotzdem nimm das. Wieso habe ich hier... Musste ich beide Feuer entzünden? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Aber gut, es hat ja geklappt. War aber leider kein zweites Buch mehr dabei. So, der vierte Schrein. Der vierte Schrein. Wo ist er? In der Richtung. Ja. Dann muss ich aber wahrscheinlich erstmal hier hoch. Nee, tiefer. Wieso tiefer? Ja. Warum fällst du hier runter? Die Flamme des Glaubens hat geflackert und ist erloschen. Die Feuer der Wahrheit. Wisset als Büßer des Schildes oder des Herzens, Mara, dass das Feuer des Lebens bereits in euch brennt. Lasst nicht zu, dass es erlischt. Zeigt, dass ihr den Göttlichen ergeben seid, indem ihr dieses Feuer an diesen Ort der Anbetung entfacht. Okay, wir müssen also ein Feuer entfachen. Oder mehrere Feuer. Warum läuft die auf einmal so schnell? Ich finde das nicht gut. Ach, ich... Oder? Ich bin mir nicht sicher, aber es kann sogar sein, dass ich Punkte in schnelleres Laufen von den Champion-Punkten drin habe. Das ist, aber ich habe die doch nicht geändert im Gegensatz zu den anderen Folgen. Nur jetzt fällt es mir halt eben extrem auf. Ist das hier mal eben, damit ich das auch sehe. So, kann ich jetzt den Schrein machen? Nee, noch eine Feuerstelle. Sammeln wir natürlich nebenbei alles ein. Sagte sie und ließ die Hälfte liegen. Ach so, hä? Moment, muss ich da schnell genug sein? Oder muss das eine spezielle Reihenfolge haben? Oh, ist das jetzt angegangen? Ja. Mann, jetzt mach. Also ich versuche jetzt erstmal auf Schnelligkeit zu gehen. Okay, also anscheinend ist es Schnelligkeit. Moment. Das Herz der Liebe, das hatten wir noch nicht. Wisset, Büßer, dass Mara immer bei euch ist. In eurer Brust schlägt ihre Liebe und Zuneigung. Das Symbol ihres Blumensterns schmückt die Wände der Hochzeitskapelle. Ihre Priester kümmern sich um die Nöte von Gemahl und Gattin. Wie die Nöte. Und immer ruht ihr Blick auf den Kindern. Sprecht zum Abschluss eurer Ehrerbietung diese Worte. Also, Nöte jetzt im Sinne von, dass man gerade heiratet, das hat mich irritiert. Fünferlei Segen auf die Verlorenen und die Liebeskranken. Das Herz treibt das Blut, das uns über den Aubis hinweg verbindet. Möge ihre Gunst mir stets hold sein. Vielleicht hätte es dann da doch ein Buch gegeben. Ich weiß es nicht. Dass das nur einfach genau da gewesen ist, wo... Achso, die Feuer der Wahrheit, das war das vom Anfang. Wo ich tatsächlich... Ah, nee, das kann ich nicht amüsieren. Ich werde jetzt mal kurz die Sachen hier einsammeln, damit ich da nicht Gefahr laufe, dass ich da irgendwas gleich dann nicht habe. Also hier ist eins, da ist eins.
Hier ist noch ein Buch, das klingende Horn. Büßer, Schwendas Schutz sei mit euch. Obgleich der Apollo geht, der Menschheit eine schwere Last trägt, muss man sein Mitgefühl doch bewundern. Lauscht dem Klang des Horns, sehet die Klingen der Justiziare und wohnt bei der Fürsorge der Barmherzigkeit. Dies ist die Art und Weise, wie er seine Sühne verrichtet. Sprecht zum Abschluss eurer Ehrbietung diese Worte. Dreifaltig ist die Meisterschaft von Ständer. Ich lasse das Horn in seinen Namen erklingen. Möge sein Schild mich immer vor Schaden schützen. So, und hier sind dann die anderen beiden. Okay, dann sammle ich hier nochmal schnell die Sachen ein. Hier leuchtet noch was, ist aber kein Buch. Ne, ist kein Buch. Dann machen wir mal einfach von hinten nach vorne. Sollte ja keinen Unterschied machen. Ich denke mal, es kommt nur auf die Zeit an. Gott sagen, geht aber auch an, wenn ich mich jetzt bewege, ne? Eure Arbeit hier ist getan, Büßende. Begebt euch in die Mitte von Torinan. Setzt dieser Verderbnis ein Ende. Ich dachte gerade schon, da ist ein Portal erschienen. Aber dem ist nicht so. Wir müssen da hinten hin. Ja. Und jetzt? Ach, hier. So, wieder so eine schöne Stelle, wo man unterwegs ganz viele tolle Sachen einsammeln kann. Und schon wieder ist das nicht richtig eingestellt, sodass man nichts sehen kann. Links können wir nicht rum, da ist abgeschlossen, das sehe ich schon auf der Karte. Ah, ich wusste, wir kriegen jetzt so eine Art Endgegner. In Anführungszeichen. So. Es tut mir leid, aber gerade bei solchen Sachen sind dann oft viele Sachen dabei, die man noch brauchen kann. Meine Verderbtheit wird sich wieder aufs Neue ausbreiten. Mhm. Später vielleicht. Hier drüben, meine Freundin. Wo ist hier drüben? Spezifiziere deine Aussage. Ich glaube aber, ich weiß, wo sie hin will. Beziehungsweise, wo ich hin soll. Ja, da ist ein Pfeil. Grüße, meine neue Freundin. Die Berührung der Göttlichen hat mich inspiriert und mir gesagt, dass ihr mit eurer Aufgabe erfolgreich wart. Ist das wahr? Die gleiche Stimme hat zu mir gesprochen. Ich glaube, die Schreine sind nun geläutert. Seid fünffach geachtet. Ich wusste es. Ich wusste es von dem Augenblick an, da ihr von den Göttlichen geschickt wurdet. Und wahrlich, die Göttlichen haben euch noch mehr zu sagen. Was meint ihr? Folgt mir, meine junge Freundin, und findet es heraus. Also ich soll dir ja folgen, aber beeil dich bitte. Die Folge ist doch ein bisschen länger geworden, als ich jetzt letztendlich gedacht habe. Wo läuft die jetzt hin? Tretet vor und seht, was die Göttlichen euch zeigen möchten. Okay. Oh. Fürst Dagon. Meine Familie war euch stets treu ergeben. Jetzt erbitte ich eure Hilfe in dieser Stunde der Not. Euer Plan wurde vereitelt, eure Anhänger wurden zerschlagen und ihr kommt vor euren Herren gekrochen. Was habt ihr noch, was ihr mir anbieten könnt? Alles, was ihr wollt. Wirklich alles. Ich biete euch meine Seele, wenn ich dafür Macht bekomme. Die Macht... So sei es. Ich gebe euch eine Kostprobe meiner wahren Macht. Verderbt die Schreine in Torinan und dann macht weiter in Ersthalt. Estre, die Sippenhochfürstin höchst selbst. Ich kann es nicht glauben, obwohl ich es jetzt mit eigenen Augen gesehen habe. Was nun, Alter... Alterchen? Ich kehre an mein Werk zurück. Die Verderbnis schwindet dahin.
Und die Bußfertigen werden fortan noch mehr Führung brauchen als zuvor. Ihr, die von den Göttern berührte, ihr müsst die Lästerin finden und sie aufhalten. Ihre Frevel müssen enden. Ich gehe mal davon aus, dass sie Äste meint, weil die ist ja schon, ne? Hat sich ja schon erledigt. Wir haben ein lehrendes Schild vom Set Zwillingsschwestern erhalten. Jo, und mehr möchte sie uns dann auch nicht mehr sagen. Dann gehe ich jetzt mal eben raus. Sehr schön. Den Rucksack können wir noch mitnehmen. Durch die Tür raus können wir ja. Nur rein hätten wir halt nicht gekonnt. Ja gut, jetzt können wir es auf jeden Fall. Aber normalerweise rein hätten wir sonst nicht gekonnt von Anfang an. Ich schau mal eben, weil es gab ja noch eine zweite Quest, die hier direkt in der Nähe sein soll. Genau, hier die Rettung der Reliquien, so heißt das Ganze. Und ich würde dann einfach mal sagen, dass ich mich dann, weil es ja auch direkt schon hier in der Nähe ist, dass ich mich jetzt von hier erstmal nicht wegbewege und dass wir uns in der nächsten Folge dann bei der anderen Quest wiedersehen werden, weil die Folge jetzt doch ein bisschen länger geworden ist, als ich erwartet hatte. Und dass wir dann mal schauen, wie wir dort bei der anderen Quest weiterhelfen können. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.